Herzlich willkommen zurück in Wendels kleiner Welt. Oh, hell, du nervst! Ich hasse Technik. Ja. Ja, und wir waren... Oder wir haben das letzte Mal diesen dämlich singenden Computer... Computer zerhackt. Und ich wollte nochmal gucken, was haben wir denn aufgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr, was hatten wir aufgenommen? Ja, den Schraubenzieher haben wir getauscht, irgendwie. Den Laser. Verbessertes. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Das wäre eindeutig nicht richtig. Reicht denn jetzt dieses kaputte Radiobatterie? Das sieht man noch nicht. Das hier noch? Ja, wir müssen ja immer noch. Ich habe gar keine Ahnung, was wir überhaupt müssen. Doch, wir müssen ja mal nach dem Jungen eine besondere Waffe holen. Aber ich glaube, der nervt jetzt aber mal raus. Boah. Kann man ihm sprechen? Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Immer noch nicht, aber ich habe es gerade gesehen. Und zwar, wir gehen mal zu dem Space Snare. Und wir haben doch ein kaputtes Radio. Und er repariert doch alles, oder? Hey, kannst du das reparieren? Tja, mal sehen. Oh, ein kaputtes Radio, was? Kein Problem. Oh, super. Dann hast du es fertig. Nicht so schnell, Admiral. Ich brauche noch Werkzeug. Ach, komm schon. Ich dachte, du wärst dieser Tausendsasser von Computeringenieur. Solange ich nur das richtige Werkzeug habe. Was für Werkzeug? Ja, so ist es immer. Ich brauche einen Lötkolben, Zinn, es sei denn, man heißt MacGyver. Schraubenzieher. Und wo soll ich den ganzen Quatsch hernehmen? Schlitzschraubenzieher haben wir doch. Das ist mein Problem, Admiral. Tja. Na gut. Wir haben doch einen Schlitzschraubenzieher, oder? Ja. Aber wir brauchen noch das andere. Lötzinn. Lötzinn. Lötzinn, Blödsinn. Ja, das Radio gibt uns nicht zurück. Können wir eigentlich hier irgendwas machen? Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Stimmt, das habe ich ja ganz übersehen. Tja, Randall und durchgestrichen. Ich glaube, das war's nicht so, Randall. Das ist die Tür. Ja, was machen wir jetzt? Ach ja, wir haben ja jetzt, warte mal. Nee, dahin fahren wir jetzt mal. Können wir jetzt denn mit diesem komischen, verlängerten Entenbügel, Blech, sonst wie Ding endlich diesen verdammten Magneten, wozu ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wozu wir den brauchen, aber egal wie, wir müssen versuchen, den jetzt zu bekommen. Dann Metz Haus, da. Metz Bude. Oh, er lebt noch, aber er lebt noch. Ein Metz, ein Gude. So, können wir jetzt da an diesen fucking Magneten drankommen. Boah, zumindest mal haben wir den Magneten bekommen. Puh, tja, war nicht einfach, aber jetzt habe ich einen schönen Magneten. Ja. Und jetzt erklärst du uns mal, wozu wir den brauchen? Ein Bild von Sally? Ich glaube, der braucht erstmal Zeit zum Nachdenken. Ich kann nichts mehr machen. Außer den Ring zurückholen natürlich. Gut, aber egal wie,
das Zeug hat sich jetzt wieder alles zerlegt, oder? Lichtschwert, Blech. Können wir vielleicht nochmal verwenden? Den Schlittschraubenzieher, den Laser und den Teleskop-Entenbügel. Können wir da nicht irgendeine Waffe zusammenbauen hier? Dem Laser? Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Nee. 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 Eher nicht. Eher nicht. Ja! Marmeladen? Baseball. Ach, soll ich die blöde Zeitung anschauen? Ja, ja. Nee, da will ich wieder raus. Okay. Ich denke, hier war's das auch erstmal. Der Junge ist immer noch hier. Wir haben aber immer noch keine Waffe. Wir haben immer noch keine Waffe. Die einzige Waffe, die mir immer noch einfällt, ist diese Nagelpistole von dem Arbeiter. Und kann ich denn in die Seitenstraße rein? Unser Freund, der Penner da? Nein, hat sich dir irgendwas getan? Kaputte Feuertreppe. Dieser verdammte Hund, mit dem ich nicht weiß, was ich da anfangen soll. Müllcontainer werden wir wieder mal nicht durch. Thorsten? Fremder. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Tja, da steht unser schwarzer Freund aus der Folge Pulp Fiction, Jules. Jules, stilvoller Nerz. Ein Schuss in die Luft am herrlichen Tage reicht fürs Erste. Ja, da ist der Nagelschießer. Wie kommen wir an den verdammten Nagelschießer? Boah. Warte mal, wir gehen mal zur Tür. Ja, Randall läuft. Ja, die Tür muss ja einen Griff haben, muss ja einen Sinn haben. Muss ja einen Sinn haben. Das mit dem Lichtschwert, aber das wird ja nicht funktionieren, das ist ja nicht kein reelles oder sowas hier, gell? Es gibt keinen Grund, das zu machen. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Der geht ja eigentlich hier. Das sollte ich nicht machen. Wenn der Griff kaputt geht, kriege ich die Tür nicht auf. Wie, wenn der Griff kaputt geht? Du sollst es machen! Und das hier ich kombinieren? Benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Eher nicht. Bei Randall, mach mich nicht wahnsinnig. So, Schloss. Ah, ja. Oh, die Hitze hat wohl das Schloss geschmolzen. Das Problem ist nur, dass auch der Griff weggeschmuggelt ist. Shit. Ja, das Problem können wir ja lösen. Jetzt weiß ich auch eigentlich, wozu wir diesen dämlichen Magneten brauchen. Wir machen nämlich garantiert mit diesem Magneten die Tür. Ja, dann benutzen doch mal. Na, wer hätte es gedacht? Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. So, den Schwamm nehmen wir auch. Haben wir da noch irgendwas drin? Hab schon alles rausgenommen. Ist leer. Gut, den Magnet hätte ich aber gerne wieder. Das war's, das war's, das war's, das war's. Sehr schön. Aber jetzt hat Randall einen Schwamm. Das ist für das Radio. Eher nicht. Ich habe immer noch nichts um diese Waffe. Wie kommen wir denn an? Warte mal, können wir vielleicht
Vielleicht können wir ja mit dem Magneten ihm das Ding. Eher nicht. Geh mal hier hin. Geh mal hier hin. Und wir probieren noch mal. Das Maßband. Eher nicht. Nein, eher nicht. Geht immer noch nicht. Hölle, Hölle, Hölle. Kann man das nochmal kombinieren? Nicht. Mit dem Band hier auch nicht? Kein Grund, das nochmal zu machen. Das ist keine gute Idee. Muss ich gar nicht. Mit dem Lötkolben und dem Zinn. Das muss nicht verlötet werden. Verdammt! Gut, es hilft nichts. Jetzt müssen wir erst nochmal zurück zu dem Typen, unser Radio. Wozu? Was soll ich mit dem Radio? Was soll ich mit dem Radio? Da ist immer noch dieser ätzende Junge. Ja, guck dir doch die Karte an, bitte, Randall. So, wir müssen wieder zurück. Nein. Also das ist natürlich irgendwie zäh. Ich habe immer noch absolut keinen Plan. Wir müssen mit Sicherheit an diese Nagelpistole. Ich habe keine, absolut keine Ahnung, wie wir die Nagelpistole in den Griff kriegen sollen. So. So. Bitte sehr, Lord Vader. Ja, Herr Vader! Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Ja, und? Was brauchst du noch? Einen Schlitzschraubenzieher. Die sind weit verbreitet. Ein Schlitzschraubenzieher? Haben wir doch, oder? Ja. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Mach hinne! Super! Ja, und jetzt? Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Och, komm! Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darth Klugscheißer. Wir haben doch eine Batterie. Hier ist doch eine Batterie. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass eine Batterie reicht, oder? Oh, nee. Wo soll ich denn jetzt Batterien herkriegen, Leute? Puh. Puh. Oh, nee. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Glaube ich auch nicht. Mir fällt aber nichts ein. Eine Batterie reicht nicht. Vielleicht sind hier noch Batterien drin, aber ich komme hier nicht dran. Wieso komme ich hier nicht dran? Ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf hat schon manchem geholfen. Aber bei den Typen ist Hopf und Malz verloren. Wo soll ich jetzt Batterien herkriegen? Das soll ein Supercomputer sein, aber ich weiß nicht so recht, was an dem so super sein soll. Ja, das ist mir auch klar. Glaub nicht, dass ich noch was Zusammenhängendes aus dem rauskriege. Außerdem will ich nicht unterbrechen. Ich mag den Song. Weiß nicht warum, aber das erinnert mich an eine Unterwasserstadt. Puh. Tja. Bye. Hast du nicht auch für den ganzen Gelumpel hier Batterien? Kann ich nicht bei dir Batterien kaufen? Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht danach aus? Dann hat der Schraubenzieher wohl gar nicht geholfen. Nein,
Das stellt mich vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt, also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Tja, was weißt du denn schon? Hey! Tut mir leid, Randall. Mir ist gerade nicht nach Smalltalk zumute. Ach, da liegt dieser Schraubenzieher. Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach, was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht mehr. So, jetzt haben wir den Schraubenzieher wieder. Jetzt haben wir den Schraubenzieher wieder. Batterien gibt's hier aber nicht, oder? Oh, hell. Hell, du gehst mir sowas von auf die... Ich warte ja eigentlich immer, bis ich einen guten Grund habe, mit dem Hammer auf eine Maschine einzutreffen. Schade, Randall, das wäre in meinen Ohren auf alle Fälle ein guter Grund. So wollte ich was ausprobieren. Ich habe die Batterien rausgenommen, war ganz einfach. Das war nämlich, hatte ich mir fast gedacht, dass die Batterien in diesem blöden Ding sind. So, jetzt her mit dem Radio. Kumpel, zwei Batterien. Super, gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Das war zu befürchten. Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Nein. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ja, was denn nun? Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Was ist denn jetzt mit dem Lichtschwert, was wir dabei haben? Aber das würde jetzt nicht richtig gehen, habe ich das Gefühl, weil wir haben ja... Quarkus. Keine Batterien. Wo ist denn die Batterie? Hat alle Batterien. Scheiße. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Den Laser und das Lichtschwert. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Gut, geben wir es ihm so. Was zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Nein. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst... Wo krieg ich denn jetzt das her? Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren, die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Boah. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Nee, da liegt ja noch der Rest, aber den kann ich nicht aufnehmen. Cool. Griff vom Lichtschwert. Aber wir haben aber keine Batterie mehr. Boah. Okay, das sieht gut aus. Lichtschwert ohne Batterien. Wir haben doch aber diesen komischen, wozu auch immer wir den gebraucht haben, Stab. Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Plutonisiertes Lichtschwert.
Fehlt da jetzt noch irgendwas? Nee. Vielleicht die Partytresse? Das ist keine gute Idee. Können wir das so geben schon? Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt... Das hätten wir vielleicht selber behalten sollen, anstatt es ihm zu geben. Scheiße, das Radio! Ich eine Hand verliere oder so. Gehen wir mal lieber beiseite. Testet er das jetzt wirklich? Nee, steht nur da rum. Was stimmt bloß mit diesen Leuten nicht? Mit denen mal sprechen? Auf keinen Fall. Will mich nicht von jemandem vaporisieren lassen, der so rumläuft. Ja! Schön. Gut. Habe ich hier noch irgendwas übersehen zum Aufnehmen? Nein, der spricht nicht mit uns, bla bla bla. Jetzt haben wir ein Radio. Was soll ich um Himmels Willen mit einem Radio? Das gibt mir nicht den Kopf. Ja. Meller zu. Da steht zwar immer noch der Dieb. Unser Chef. Ich weiß nicht, ob Phil heute sauer auf mich ist und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht rausfinden. Ah, gut, das hilft uns jetzt leider nicht, Matt. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Keine Ahnung, was der hier macht. Tja, dann würde ich sagen, wir machen mal an dieser Stelle. Mir fällt jetzt nicht allzu viel ein. Ja gut, wir könnten noch mal... aber was wollen wir jetzt, wenn wir zu uns fahren? Dem Radio krieg ich auch. Auch doch nicht diese verdammte Schuss, Nagelpistole da von dem Bauarbeiter, oder? Jetzt stehen wir wieder hier. Können wir jetzt irgendwie das Radio... Können wir das benutzen? Repariertes Radio. Können wir das irgendwie auf den anwenden? Auf keinen Fall. Das gebe ich nicht mehr her. Zumal es jetzt funktioniert. Ja. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Ja, aber das ist, macht ja... Irgendwozu muss es ja Sinn machen, dass wir es repariert haben. Sonst würde ich sagen, ist ja völlig, völlig Banane. Kann ich mit ihm nochmal reden? Nee, würde er das sagen, bla, ein Schuss reicht. Ein Schuss. Ja, okay. Das. Tauben, 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 Tauben. Heute keine Koalas. Ja gut. Es hilft nichts. Wir müssen anscheinend noch an einen anderen Ort. Ich hoffe nicht wieder aufs Dach oder so. Weil im Moment, ich habe keine Ahnung, was wir mit diesem dämlichen Radio machen müssen. Absolut keine Ahnung. Typisch Wendel-like. Das ist selbst für Adventure-Spieler schon ein bisschen schwierig, was wir mit dem machen müssen. Wir müssen auf alle Fälle nochmal schauen. Jedenfalls müssen wir doch nochmal aufs Dach bei uns. Aber wir haben ja noch hier
Da hinten, nee, Mats Wohnung war mir erst gewesen. Wir hätten noch Murray hinten. Der wird uns aber seine Marke nicht rausrücken. Das wird irgendwie nicht funktionieren, keine Ahnung. Wir wollen ja immer noch diese Marke da von den kleinen Jungen, aber brauchen wir immer noch diese andere Pistole. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung im Moment, was ich da in irgendeiner Form machen muss, aber egal. Mir fällt schon was ein, aber das erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Das Hauptproblem bei Randall ist eben immer, dass man zwar Gegenstände bekommt, mit denen man aber erstmal absolut nichts anfangen kann. Man kann dann beginnen, willenlos alles zu kombinieren. Manchmal hat man Glück und dann kommt plötzlich so ein Laserschwert heraus. Aber was man zum Beispiel jetzt mit dem Radio machen, ich habe keine Ahnung. Und dann ist man eben wirklich gezwungen, alle möglichen Standorte oder Punkte auf der Karte abzufahren, um zu sehen, ob sich da irgendwas verändert hat, irgendwas Neues passiert oder so. Dass man da vielleicht dann eins der Items einsetzen kann. Aber das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Gerade für die Let's Player ist es immer sehr schwierig, da man ja jetzt auch nicht eine Folge zeigen kann, in der man, was weiß ich, 15 Minuten, 20 Minuten nur von dem Punkt zu dem Punkt fährt und alles Mögliche durchprobiert. Aber egal, müssen wir mal sehen, wie wir das nächste Mal das schaffen, was wir mit dem Radio da machen müssen. Ich habe bis jetzt noch absolut keine Ahnung. Und wie wir dann an die Marke, wir müssen ja irgendwie immer noch an die Nagelpistole von dem Arbeiter rankommen. Aber das erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.